Ja, okay, gut. Ja, dann fangen wir direkt an. Nämlich die erste Frage ist: Der Film baut sich ja nach und nach so ein bisschen auf und das Feeling vom Film verändert sich ja auch mit dem Lauf des Films und es wird dann auch hektischer, lauter, auch brutaler. Und dein Charakter Karl äußert ja zunächst vertretbare, angemessene und auch argumentativ gestützte Aussagen. Und trotzdem kommt dann am Ende raus, dass er doch ein sehr extremes, vielleicht sogar gestörtes Weltbild hat. Und alles in allem nimmt er trotzdem nicht so viele Charakterentwicklungsmomente da. Und hat er jetzt nicht so viele. Was nimmt er nicht so ab? Was nimmt er? Er hat jetzt nicht so viele Charakterentwicklungsmomente. Widerspruch? Du meinst, dass er nicht so sich in seiner Einstellung ändert oder dass er keinen anderen Weg einschlägt. Ja, verstehe. Und ist das dann ein Widerspruch für dich oder ist das schon so gewollt? Widerspruch wozu? Also nee, das ist kein Widerspruch. Das ist schon eine richtige Beschreibung. Also einen richtigen... Es gibt schon Momente für mich im Film, wo zumindest die Möglichkeit da sein könnte, dass Karl nochmal einen anderen Weg geht. Beziehungsweise er wird ja auch im Verlauf des Films nur noch extremer eigentlich. Aber es gibt natürlich auch die Bindung zu Maxi und die Möglichkeit, das muss aber jeder Zuschauer für sich selbst bewerten, dass vielleicht Karl sich auch in sie verliebt oder auch den Wunsch, dass Karl sich in seiner Einstellung eben ändert, ne? Dass Maxi auch ihn nochmal auf eine andere Seite holen kann. Aber es ist dann natürlich so, wie es im Verlauf des Films gezeigt wird. Ja. Und welche Inspiration hattest du dann bei der Erarbeitung deiner Rolle? Inspiration war natürlich die neue Rechte und das Material, was es zu lesen gibt über die, aber auch Material, was es zu lesen gibt von denen. Also die schreiben relativ intensiv und klar in Texten, Büchern und zur Zeit des Drehs auch noch auf ihrem YouTube-Kanal haben sie über ihre Strategien geredet und darüber was sie machen, um gehört zu werden und gesehen zu werden und wie sie das tun sollten, woran sie sich orientieren, dass sie sich ganz stark auch an der Linken zum Beispiel orientieren und so Märsche machen, die eher aus dem linken Lager man kennt oder Häuser besetzen und all so eine Sachen. Da gab es eine Menge Recherchematerial und dann gab es aber natürlich auch Personen, die ich mir noch angeguckt habe, die so ein bisschen näher dem gekommen sind, was wir für Karl gesucht haben. Also jemand, der dann extrem charismatisch ist oder sehr gut mit allen Leuten umgehen kann, auch denen aus dem anderen Lager. Und das waren ganz viele. Also da muss man nur einmal, sich Politiker raussuchen, die gut reden können oder irgendwelche Stars. Überall haben wir danach geguckt und danach gesucht und viel gefunden. Du hast ja auch ein bisschen gerade diesen Bezug zur Realität erwähnt. Haben dich da bestimmte Ereignisse während des Drehs dann nochmal extra geprägt? In Bezug auf die Realität, meinst du? Ja. Und meinst du Ereignisse während des Drehs, Begegnungen oder was? Oder was meinst du genau? Naja, zum Beispiel, ich glaube, dass die rechtsterroristischen Attentate von Halle und Hanau oder dass es da irgendwie relativ zeitnah passiert ist. Oder? Das meinst du? Ach so, ja. Also, okay.
weil es viel sozusagen mit dem zu tun hat, was wir da erzählen und natürlich dann während des Drehs auch Halle passiert ist. Das stimmt, ja. Das war in der zweiten Drehwoche, glaube ich, gab es die Anschläge in Halle. Hanau war etwas später und auch das Kapitol dann noch sehr viel später. Also das war ja dann ja Anfang dieses Jahres erst. Aber das waren alles ja, so Momente und schreckliche Ereignisse, wo man immer dachte, das ist jetzt noch ja, ein Grund mehr oder das bestärkt uns da drin, dass wir etwas erzählen, was es wirklich gibt und was es vielleicht auch in der Form, in der wir es erstmal als eine Dystopie erzählt haben, teilweise immer mehr zur Realität geworden ist. Ne? Aber rechter Terror ist ja auch ein Riesenthema seit Jahren in Deutschland und wurde nie richtig gelöst oder aufgehalten, sondern hat sich ja seit, weiß ich nicht, Dutschke irgendwie in den 70ern war das so gefühlt ein Anfang und dann gab es regelmäßig so große extreme rechte Aktionen, ja. Und das führt mich jetzt ein bisschen zum Schluss. Ich muss sagen, ich fand den Schluss persönlich sehr gelungen. Mir hat der wirklich sehr, sehr gefallen, auch vom cinematischen Aufbau. Aber da könnte man jetzt trotzdem als Kritiker argumentieren, dass er ein bisschen sehr weit hergeholt ist. Und das vielleicht das offene Ende, das mir persönlich eigentlich auch gefallen hat, das offene Ende lässt ja danach natürlich vieles möglich und vielleicht dann auch die Charakterentwicklung von Maxi etwas unvollendet. Oder siehst du das da auch anders? Naja, man könnte das natürlich so sehen, man könnte aber natürlich auch sagen, dass das... Dass es da erst anfängt, also oder dass sozusagen, ich meine, ein Charakter ist ja nie fertig, ne? Also es hat ja nie jemand ausgelernt und ein Film, der dir erzählt, da startet jemand nichtswissend in die Welt und weiß zum Schluss des Filmes alles, das ist ja eine Lüge, ne? Sondern es geht ja immer irgendwie weiter nach so einem Film. Und ich glaube nicht, dass man Charaktere so erzählen sollte, dass sie am Ende der Geschichte alles verstanden haben oder ganz klar wissen, in welche Richtung es jetzt zu gehen hat, sondern es ist immer die Frage, was will man erzählen? Und was man erzählen will, ist, glaube ich, Gefahr und die Unüberschaubarkeit des Chaoses, das vor uns liegt und die Aggression, die da drin liegt. Und das Gewaltpotenzial, was da drin liegt und dass man alarmiert sein sollte. Und ich glaube, all das wird durch Maxi erzählt an dem Moment, zu dem Moment, wo sie dann ganz zum Schluss ist. Und ja, natürlich, also der Film endet sehr hart und da wird es Stimmen geben und gibt es auch, weiß ich auch, von Leuten, die sagen, das ist denen zu viel. Und das liegt meiner Meinung nach insbesondere daran, dass wir es gewohnt sind. Also es ist auch immer, es hat viel mit Sehgewohnheit zu tun. Viele sind es gewohnt, Filme zu sehen, die einem eine klare Botschaft mitgeben und mehr auch dann nicht. Und Filme zu sehen, die politisch sind und dann entweder sehr real sind, also sagen wir mal irgendwie von Roosevelt oder George W. Bush erzählen, und dann ist das so, wie das alles passiert ist. Oder es wird eine Dystopie erzählt, also ein ganz schwarzmalerisches Bild von dem, was passieren könnte. Und dieser Film hat beides und fängt an mit einer sehr realen Wiedergabe von dem, was es im Moment schon um uns herum gibt. Und es geht dann über in eine Dystopie und in etwas, was so noch kommen könnte. Aber... Also das ist genau das, was ich gerade meinte. Ende des Drehs hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, das ist eine klare Dystopie, dieses Ende. Das ist viel zu hart. Das würde es so jetzt natürlich noch nicht geben. Andererseits, was ist das Kapitol? Also da, es ist natürlich von der Härte, geht das nicht in die Richtung. Aber was ist da passiert? Da ist ein wütender Mob mobilisiert worden von einem Mann, durch eine Person. Und da ist eine Frau erschossen worden, weil die einfach durch diese Schranke gelaufen ist und bereit war zu sterben für diese Sache. Und ganz viel von dem, was da passiert, ja, entspricht dann doch irgendwie der Realität. Das ist dann auch natürlich sehr erschreckend, würde ich sagen.
Aber oder vielleicht auch leicht die Befürchtung, dass trotz dieser Signale, die der Film sendet, einige Kinobesucher vielleicht zum Teil sogar mit deiner Figur sympathisieren. Das glaubst du? Ich könnte mir vorstellen, dass zum Teil Leute sagen, ja doch, ich kann das Argument dann verstehen und dann halt nicht mit dieser Entwicklung, die der Film am Ende nimmt, einverstanden sind, aber trotzdem in Grundzügen sagen, doch, das ist doch eine charismatische Persönlichkeit und der kann man dann durchaus zustimmen. Also das weiß man natürlich nie, wie Leute da reagieren. Ich würde sagen, die ganz klare Botschaft des Filmes ist es, dass Rechtsextremismus tötet. Und das kann nichts sein, wo man danach sagt, das ist was Gutes. Aber ich gebe dir recht, natürlich stellen wir diesen Typen so dar als jemand Menschlichen. Wir stellen den nicht dar als ein kaltes Monster, sondern es könnte auch sein, dass der eben, wie gesagt, in der Verbindung mit Maxi wirklich da eine ehrliche menschliche Seite von sich zeigt. Das muss jeder wirklich für sich selbst entscheiden. Und ich glaube, dass es falsch wäre, das nicht zu erzählen. Ich glaube, es ist falsch, Menschen, die Böses machen, in Filmen immer mit als Monster zu zeigen, weil das sind sie nicht. Also auch Karl ist jemand, der letztendlich nach Liebe schreit, der letztendlich wahrscheinlich irgendwo in seiner Kindheit ein großes traumatisches Erlebnis hat. Es wird nicht nur eins sein, es wird die Summe aller Dinge sein, die ihm passiert sind. Aber das ist ein kranker, kranker Mensch. Aber er ist ein Mensch und jemand, der sich auch, so wie wir ihn zeigen, in Momenten vielleicht sogar ein bisschen öffnet. Und das kann passieren, dass man dann mit ihm auch sympathisiert. Nicht aber, glaube ich, mit dem, wofür er steht und was er vertritt und wo zu es nachher führt, weil da muss man selber schon auch ziemlich krank sein. Ja. Ja, ich wollte noch abschließend sagen, dass mich auch dann die Abschlusssequenz und dieses leicht Kriegsszenario angehauchte auch tatsächlich sehr an die Endszene von Joker erinnert hat, also von dem Film Joker. Und deswegen, da hatte ich dann auch tatsächlich echt Gänsehaut. Und da muss ich auch nochmal sagen, dass ich wirklich fand, dass das sehr stark umgesetzt worden ist. Und ja, deswegen, ich hatte der Film ziemlich überrascht auch, weil Ja, super. ich fand auch von dem Trailer, die sind ja, ich habe ja den einen Trailer gesehen und der ist recht vage gehalten, was ich dann im Nachhinein auch gut fand, tatsächlich. Und dann ist man schon ziemlich überrascht, oh, okay, krass, jetzt geht es in die Richtung und dann nimmt das so eine Fahrt auf. Und deswegen vielen Dank fürs Interview erstmal. Und ja, mir hat Ja, das sehr gerne. ziemlich gefallen, ja. Ja, super, ey, das freut mich sehr. Ja. Cool. Und du machst jetzt mit deinem Kanal ein bisschen weiter und Genau, ja. schaust du, wie du das machst. Sehr cool. Und weißt schon, dass du auch in die Filmrichtung gehen willst, vielleicht. Also ich halte mir, denke ich mal, offen, ja, weil mir das halt sehr viel Spaß macht bisher und mal gucken, was sich draus machen lässt. Cool, super. Ich wünsche dir viel Glück. Und noch viel Erfolg in deiner Karriere und bei Danke. Filmarbeiten, ja. Jo, vielen Dank, dir auch. Cool. Alles Gute. Mach's gut, ciao, Oh. tschüss.